Aber es hat dann doch geklappt. Das ging jetzt aber schnell. Kronentruhe schon nach 4 Kämpfen bekommen. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Weil 3 Kronenangriffe und ein Kronenangriff, das sind 4. Das haben wir jetzt geschafft. Super, unsere Leiste unten an den Truhen ist wieder voll. Heißt, wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. Jetzt heißt es wieder warten. Warten, bis die ganzen Truhen wieder fertig sind. Aber was wir natürlich noch machen, ist die Kronentruhe zu öffnen. 75 Gold. 3 Juwelen. Wow, 107 haben wir jetzt schon. Ein Bomber. Yes, Pfeile können wir schon wieder upgraden. Das ist natürlich super. Die Speerkobolde werden wir jetzt auch mal upgraden. Riesen. Wichtig, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Aber braucht es trotzdem noch 2, bis wir sie upgraden können. Die Pfeile upgraden wir sofort. Level 4, das ist schon echt nicht schlecht. Oh, 48 von 50. Ich glaube, wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir upgraden jetzt nochmal die Speerkobolde. Hui, 5 Trefferpunkte mehr, 2 Schaden pro Sekunde mehr und 3 Schaden so mehr. Und jetzt gibt es noch ein paar EP. Und wir steigen doch glatt auf Level 3. Der Königsturm hat mehr Trefferpunkte und zwar insgesamt 168 mehr und 4 Schaden mehr. Und die kleinen Arenatürme haben 112 Trefferpunkte mehr und 4 Schaden mehr. Und jetzt sind wir Level 3. Wisst ihr, was das heißt? Yes, wir können endlich einem Clan beitreten. Wow. Schauen wir doch hier mal die ganzen Clans an, die ihr uns so vorschlägt. Was haben wir denn hier so? Scheine, Haufen, TNT, The Big Bang. Jetzt überlege ich mal. Also Gründen. Gründen kostet 1000 Gold. Uff, 1000 Gold. Was? Ich habe gerade mal 209. Ja, okay. Gründen, glaube ich, ist nicht so eine gute Idee. Es gibt hier sicherlich schon einige gute. Und ich glaube, ich weiß schon, welchem wir beitreten. Ich kenne da zufälligerweise einen. Oho, suchen wir doch mal nach Semper Avira. Ja, da haben wir einen. Kurz und gut, unser Wunsch ist klein. Geistige Reife muss halt sein. Bitte in der Anfrage vorstellen. Familie Repmes willkommen. Ja, wir haben schon einen Clan. Der Clan heißt Semper Avira und da sind unsere ganzen Semper-Mitglieder drin, die bis jetzt in Clash Royale angefangen haben. Ihr seht auch hier Marcelino, ich bin gerade der Anführer, bin Level 6. Leider erst auf Platz Nummer 5 unten. Aber das wird sicherlich noch. Wir haben hier Mr. D, den kennen wir doch auch aus unserem Semper Repmes Clan, genauso wie Justus und Suyus kennen wir doch auch. PK, auch Johnny, der war auch mal bei uns in Semper Repmes. Und JMS20, den kennen wir auch noch. Der war in der Betty-Sonst-Was-Farm-Klinik. Wie hieß der Clan nochmal, worüber ich ein Vorstellungsvideo gemacht habe? Egal. Ihr wisst schon. Und JJ ist auch dabei. Und wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal eine Beitrittsanfrage. So, wir schreiben, huhu, ich bin's, Masse. So, dann schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass irgendwer online ist. Irgendwer wird schon online sein. Hoffentlich, hoffentlich. Ansonsten muss ich vielleicht mal kurz selber mit meinem Account reingehen. Da, und da sind wir. JJ hat uns angenommen. Vielen, vielen Dank, JJ. Danke, JJ. Ah, da ist er ja. So, dann schauen wir uns doch jetzt gleich mal an, was wir hier so in dem Clan machen können. Also ihr seht schon, ganz normaler Chat, Clan-Trophäen gibt es auch, hier seht ihr die ganzen Mitglieder hier drin. Wir sind in Deutschland, haben momentan 14 Mitglieder. Ich kann hier auch einfach was schreiben, wir machen jetzt auch mal ein Winke-Winke. So, ich kann um Karten bitten, da bitten wir jetzt doch gleich mal darum, was überlegen wir, wir brauchen dringend Riesen. Genau, der Gegner, beziehungsweise was heißt der Gegner? Nein, die anderen Mitglieder aus dem Clan können mir jetzt Riesen spenden, indem sie hier auf Spenden klicken. Also, aber insgesamt nur eine. Wenn ich jetzt eine gewöhnliche Karte angefragt hätte, hätten sie mir insgesamt bis zu 10 Karten spenden können, wobei jeder alleine, jeder Spieler nur 2 Karten spenden kann. Ich kann jetzt gerade hier niemandem was spenden. Ich glaube, am Anfang ist es sowieso so, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis man in einem neuen Clan was spenden kann.
Ja, und genau, und außerdem habe ich vermutlich nicht wirklich die Karten, die die Leute wollen. Und ich würde sie auch nicht unbedingt hergeben. Wir haben hier auch noch eine Errungenschaft. Teamspieler tritt einem Clan bei. Oh, da hat mir JMS20 schon mal einen Riesen gegeben. Wunderbärchen. Da bedanke ich mich doch gleich. Und wir fordern gleich mal diese Errungenschaft Teamspieler hier ein. Tritt einem Clan bei. Dann bedanke ich mich doch mal. Ups. Dankeschön. Und dann wisst ihr, was es noch gibt? Es gibt hier so einen tollen Button namens Testspiel. Kannst du mich schlagen? Ich suche jetzt ein Testspiel und jeder andere aus dem Clan kann mich jetzt herausfordern. Derjenige, der jetzt auf Testspiel klickt, hoffen wir mal, es ist kein allzu guter, wird vermutlich. Ah. JMS20 sagt, er nimmt mal lieber nicht an, weil er natürlich Level 6 ist. Er ist ungefähr viel, viel stärker als wir. Aber egal. Boah, er ist schon im Zaubertal. Wow. Wir sind Level 3, erst Level 6. Das wird definitiv eindeutig ausgehen für ihn. Wir probieren trotzdem unser Bestes. Na super, er hat einen Bombentower. Dann kommen wir da mit unserem Bogenschützen hin. Gott, nein, sie kommen natürlich nicht hin. Er hat einen Prinz. Ui, schaut mal, wie schnell unser Riese da down geht. Nicht so super. So, wir müssen jetzt den Prinz ein bisschen ablenken. Mit unseren Kobolden. Dann müssen wir überlegen, was machen wir gegen diesen Bombentower. Sowas haben wir hier, ich glaube, im Let's Play noch gar nicht gesehen. Der schmeißt immer mit relativ vielen Bomben. Oh, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Drache. Drache, komm schon. Ja, den Hog Rider gut abgewehrt. Die Minions auch abgewehrt. Dann der Drache. Der Bombentower dürfte jetzt gleich weg sein. Der Bombentower dürfte weg sein. Dann mit einem Riesen hinterher. Er macht es bis jetzt nicht schlecht. Wahnsinn, wie schnell einfach unser Drache da kaputt gegangen ist. Und die Level 6er Barbaren, gegen die haben wir auch ungefähr nichts auszusetzen. Da würde ich mal einen Bomber hier hinten hinsetzen. Und jetzt kommt auch noch ein Prinz. Oh Gott, mit ein paar Kobolden hierher. Komm schon. Der Prinz zerstört uns halt einfach hier. Obwohl es nur ein Level 1er Prinz ist. Wir haben den gegnerischen Türmen noch gar nicht angefasst. Da geben wir ihm mal ein traurig Smiley. So, wir bauen jetzt mal auf. Ich pushe jetzt auf der rechten Seite, weil er da vermutlich auch pushen wird, weil er möchte auf unseren anderen Turm gehen. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Setzen wir Mini-Packer, die gegnerischen Minions, die schießen wir mit Pfeilen ab. Warum geht unser Mini-Packer bitte jetzt auf die Barbaren und nicht auf den Hog? Finde ich ja gar nicht nett. Finde ich überhaupt nicht nett. So, hoffen wir einfach mal, dass wir überhaupt irgendeinen Schaden hier auf den gegnerischen Turm abkriegen. Es wäre ja äußerst schade, wenn nicht. Und unser Mini-Packer macht gar nichts ungefähr. So. Dann pushen wir hier wieder mit einem Riesen. 860 Lebenspunkte hat unser Türmchen hier noch. Unser Drache dürfte hier gerade. Ja, wir Feuerballen. Oh, ich glaube, das war zu spät. Es war viel zu spät. Wenigstens haben wir dem Gegner Schaden gemacht. So, ein Drache hier. Und jetzt kommt ein Hog Rider. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Na, das war's. Gutes Spiel. Nicht schlecht, schreiben wir ihm hier. Sagen wir mal, nur G2 Grund gegen einen. Gegner, der 3 Level besser ist als wir, ist jetzt gar nicht so schlecht. Haben wir schon gut gemacht. Können wir uns auf die Schulter klopfen. Ja, ich mach das hier mal. So, dann bedanke ich mich doch mal für diesen tollen Kampf hier. Nochmal. Ups, das war ein Fragezeichen. Hauen wir ein Ausrufezeichen rein. So geht das hier oben. Yoshi sucht auch ein Testspiel. Oh, jemand hat diese Herausforderung schon angenommen. Wir können hier auch. Hier haben wir zum Beispiel einen Kampf, den können wir uns noch anschauen. Den habe ich vorher gespielt mit meinem Großen. Dann sehen wir auch ein bisschen, was der so für Truppen verwendet. Marcelino, ich bin unten, PK ist oben. Ihr seht, ich habe hier einen Inferno dabei, ich habe
eine Minion-Horde, ich habe Bogenschützen, ich habe Pfeile und ich habe einen Hawk Rider. Und der Gegner kämpft hier mit Teslas, auch mit der Minion-Horde, Feuerbällen, Riesen. Hier habe ich ein bisschen geschlafen und ein bisschen Elixier einfach laufen lassen. So, ich habe hier meinen unten, meinen Inferno gesetzt. Die Infernos hier sind immer Single-Targeting, also gehen nur auf ein einzelnes Ziel. Das ist aber ganz gut. Läuft ganz gut hier. Mit meinen Minions konnte ich die gegnerischen Minions, aber die Musketierin ist sehr, sehr stark. Meinen Hawk Rider habe ich in derselben Zeit nach links oben geschickt und werfe hier einen Freeze-Zauber drauf, aber er schafft es natürlich noch, einen Ritter da reinzubekommen, der nicht gefreezed wird, und schafft es gerade so noch, meinen Schweinereiter hier zu besiegen. Ansonsten wäre das knapp geworden. Hier glücklicherweise noch meinen Inferno in die Mitte reinplatziert. Die beiden gegnerischen Truppen, der Riese und der Ritter, sind dann in die Mitte gezogen. Aber trotzdem hat der Level 4er Riese doch relativ viele Lebenspunkte. Aber er schafft's. Ja, er wird gerade so noch besiegt. Das ist ganz gut. Jetzt muss ich wieder ganz langsam aufbauen, weil ich habe gerade relativ wenig Elixier. Hinten rechts oben haben wir eine Koboldhütte vom PK, die mir eigentlich an meinem Turm immer so, wenn ich da nichts dagegen mache, so ganz langsam ein paar Lebenspunkte abzieht. Und ich baue jetzt praktisch hier auf der rechten Seite langsam auf und schaue, dass ich da auch die Musketieren abwehre und dass ich hier meinen Schweinereiter und meinen Freeze-Zauber habe. Hier werfe ich Pfeile auf den Gegner und der Gegner, PK, wirft hier einen Feuerball. Das hat er ziemlich gut gemacht, aber er ist trotzdem nicht durchgekommen. Und jetzt habe ich noch 60 Sekunden verbleibend. Jetzt baue ich praktisch hier erstmal wieder, glaube ich, mit dem Inferno ein bisschen Verteidigung auf. Und jetzt brauche ich insgesamt 8 Elixier, damit ich meinen Schweinereiter auf der linken Seite und dann noch den Freeze hinterher werfen kann. Ich warte jetzt mit dem Freeze so lange, bis der PK was droppt. Und dann, genau dann, werfe ich den Freeze-Zauber, damit praktisch die Musketierin auch noch gefreezed wird. Aber er hat natürlich wieder einen Tesla. Ah, einen Tesla am Start. Ja, heißt nicht ganz geschafft. Wir haben noch 30 Sekunden hier. Die gegnerischen Minions lasse ich jetzt einfach mal laufen und baue lieber meinen Inferno-Turm in die Mitte. Die Musketierin links wurde besiegt. Der Riese rechts wird jetzt gerade angegriffen vom Inferno-Turm. Das ist ganz gut. Er wurde besiegt und jetzt baue ich praktisch wieder meinen Push auf hier auf der linken Seite. Schweinereiter drauf. Tesla steht noch da. Ist das Einzige, was noch im Weg steht. Ich freeze Tesla, Musketierin und den gegnerischen Tower. Und er wirft einen Feuerball und macht mir hier meinen schönen Push, macht er mir zunichte. 154 Lebenspunkte noch. Wieder Inferno, Riese, Musketier auf der anderen Seite. Eigentlich genau dasselbe Schema immer und immer wieder. Hawk Rider auf der linken Seite. Freeze-Zauber, Tesla hat er gesetzt. Ich werfe sogar meinen Freeze-Zauber rechts unten, um die gegnerischen Truppen zu aufzuhalten. Heißt, man kann den Freeze-Zauber auch in der Defensive sehr, sehr gut verwenden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieser Kampf gegen PK. Und, ja, wird langsam voll hier, schreibt JMS20. Oh. JJ schreibt gerade, Handy abgestürzt. Oh, nicht so super. So, das war's, glaube ich, mit der heutigen Episode. Hat jetzt schon relativ lang gedauert. Am Anfang, nach den paar Kämpfen, habe ich mir gedacht, oh, heute ist aber schnell vorbei. Aber dadurch, dass wir jetzt Level 3 geworden sind, konnte ich ja noch ein bisschen was von den Clans reinschieben. Und wir werden jetzt sicherlich mal den ein oder anderen Testkampf hier in unserem Clan machen und da auch dann das nächste Mal so ein paar Karten spenden und hoffentlich auch viele Karten bekommen. Ich werde jetzt dann wieder die ganzen Truhen ausleeren und dann wieder die nächste Session starten, wenn die Goldtruhe wieder fertig ist. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel mit meinen anderen Videos. Bis dann, ciao, ciao.